Konnichiwa, willkommen zurück. Episode 15 dürfte das sein. Wir haben jetzt eine Begleiterin, keine, auch wenn sie jetzt gerade nicht dabei ist. Und wir haben eine neue Fähigkeit, nämlich dunkles Phantom. Das testen wir mal. Genau, erzeugt einen Doppelgänger, der Gegner angreift. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn Gegner da sind. Und was müssen wir jetzt tun? Genau, wir müssen zur Wüstenstadt Fassade. Das ist das, was jetzt zuletzt mitunter passiert ist. Das heißt, wir werden uns ein wenig wieder durch die Pampa bewegen. Und ich hoffe, dass meine Begleiterin wieder mit am Start ist. Ah, das ist nicht schlecht schon mal mit dem Phantom, weil er auch, weil das Phantom auch wie ein Fernkampfangriff ist. Aber testen wir es mal eine Weile. Ansonsten nehme ich wieder die Geschosse. Wir müssen den König finden, der selber bereits nach einem Heilmittel sucht. Jetzt muss ich sehen, ob ich das mitnehmen kann, die Mondblüte. Und vielleicht hat er schon irgendwelche Informationen und kann sagen, wo wir das Heilmittel finden können, um unsere Schwester zu heilen. Das ist ja so das treibende Element, was auch mal interessant ist. Nicht rette die Welt. Wobei das wahrscheinlich noch kommt, rette die Welt. So, wir müssen erstmal ins Dorf. Das heißt, ich schneide das für euch, damit ihr nicht warten müsst. Da ist jetzt auch keine. Gut, dann nehmen wir doch den Eber. Das dürfte, glaube ich, spaßig sein. Man sieht auch, der normale Eber, den wir besiegt hatten, der rennt da noch rum. Und ist immer am Eingang eines Gebietes dann. Also man muss im Grunde genommen dann wohl das jeweilige Mount immer besiegen, bekommt dann das entsprechende Item und hat dann Taxirechte für das jeweilige Mount in dem Gebiet. Bin gespannt, ob sich das so durchzieht wie so ein roter Faden. Aber ich mir vorstellen kann, dass es nicht in jedem Gebiet so ist.私は村の外で待っている。どうして村の中の方が安全だよ。いや、一人の方が気が楽でいいからな。別の出口から出た時はそちらの方で合流しよう。ヨナにも会ってほしかったんだけどな。多分喜ぶと思うんだ。無理強いせずとも良いではないか。人にはそれぞれいるべき場所というものがあるのだ。そうなの？ Jana, dann gehen wir mal alleine. Müssen eh mal schauen. Ah, ich hätte jetzt ein paar Hammel mitnehmen können, ne? 10 Hammel und das gibt wieder 1500 Gold. Wobei es gar nicht schlecht aussieht. Wir haben 5500 Gold. Für Bestienverderben brauchen wir 16.000 und dann passt auch das. So, wir checken jetzt mal ganz kurz unsere Gegenstände durch. Da haben wir jetzt schon einiges, ne? Ich denke, da geht noch viel mehr. Genau, wir müssen aber noch die verlorenen Eier finden. Da gab es ja den Hinweis darauf, dass irgendwo bei der Bibliothek ein Brunnen sein soll. Wir haben hier einen Brunnen. Da oben ist aber die Bibliothek. Bei der Bibliothek selbst habe ich noch keinen Brunnen gesehen. Vielleicht ist aber drinnen einer und ich habe einfach Tomaten auf den Augen. Das kann natürlich auch sein. Ich mir kaum vorstellen kann, dass die Hennen da oben irgendwo auf den Wänden oder Mauern was gelegt haben. Ist er in Popula verliebt? Die Schlussfolgerung. Genau, also hier haben wir keinen Brunnen. Und da oben ist auch kein Ei. Also ich glaube, ich hätte es gesehen, wenn wir oben gelatscht sind. Alright. Also ich glaube, das Ei werden wir wahrscheinlich nie finden. Das ist super einfach. Ich meine, der sagt ja auch irgendwie oben im Brunnen oder so, aber ich hätte jetzt auch erwartet, dass man das Ei irgendwie glänzen sieht. Wenn auch vielleicht nur aus einer bestimmten Perspektive. Beeren sind immer gut.
So, dann geht's jetzt ab durchs Osttor. Wir wollen zur Wüste und wir wollen zum Königreich. Fassade. Interessanter Name. Was ist hier begegnet? Und hier haben wir. Sehe ich sogar eine Karte. So, links oben geht's zum verschollenen Schrein und wir wollen aber zur Wüste. Da leuchtet es so auch. Das ist super praktisch, dass das so. Was bist du denn? Ich muss das fangen, glaube ich. Ja. Kommt da für einen Echsenschwanz. Aber ich muss sagen, das Phantom gefällt mir auch nicht. Also die... Dunkle? Oh, dunkle Explosion ist besser. Also es ist eigentlich wie in die Automat, aber ich auch die Homing Missiles, die Raketen und die Geschoss. Gibt es aktuell übrigens bis zum 6. Mai 2020 auf dem PC in Steam für 19,99 €, die Siora Edition. Da sind, soweit ich gesehen habe, auch alle DLCs drin und Skins und Co. Habe ich mir natürlich geholt. Ich habe das Spiel natürlich schon auf der PS4. Aber ich will nach Replicant, will ich es auf dem PC nochmal von vorne anfangen. Und mit dem Wissen aus Replicant dann nochmal spielen. Da habe ich richtig Bock drauf. Zumal die Automata ohnehin, finde ich, ein Must-Have ist. Und auch ein Spiel ist, das ich immer sehr gerne spiele. Das ist so ein Spiel, wo man einfach komplett abtauchen kann. Genauso wie hier eigentlich auch. Also ich finde auch hier, es hat schon die Seele, auch wenn es bei weitem natürlich nicht vergleichbar ist. Die Automata, merkt man schon, hat stark gelernt aus dem, was sie wohl in Replicant gelernt haben. Touché. Ja, gute alte Wüste. Hier haben wir auch keine Karte. Hier kann sich bewegen. Auch noch raus. Was ist das? Oh, auch nicht schlecht. Kämpft keiner eigentlich? Oder? Ja. Warum sage ich es, ob ich es gehört hätte? Wölfe bekämpfen. Können wir bestimmt auch rufen. Ah, okay. Scheint es wohl immer einen Alpha-Wolf zu geben. Gucken wir mal. Irgendwas scrollen wir uns 3 Wochen lang durch das Tutorial, bis wir die Stelle finden. Also ich habe das Tutorial Wölfe bekämpft bekommen. Da. Beißt den Wolf an die Feste, ja super. So, gehen wir mal da hoch, dass wir eine bessere Aussicht haben. Da haben wir so ein Teil, da haben wir so ein Teil. Da haben wir auffällig Treppen. Das sieht nach einem netten Rätsel aus. Es gibt irgendwo bestimmt einen Mechanismus, der alles erstmal wieder in Gang bringt. Oh, hier ist viel zu wenig Gegner. Da müsste viel mehr los sein. Also mich stört die Rennerei zwar nicht, aber ich freue mich schon, warum man diesen Platz nicht füllt. So ein bisschen.
sind etwa wie bei Dragon Quest 10. Dragon Quest hat so viele Teile. Ich blick gar nicht mehr durch. Ich sag, was stehen für kopflose Leute? Keine so rumrennt, freuen sie sich natürlich, dass sie kommt, ne? Ja, ich fände es cool, wenn man wieder ein anderes Outfit anziehen könnte. Ich finde es schon ein bisschen zu arg, irgendwie. So völlig unpraktisch. Vielleicht ist der Wüste nicht, aber... Oh, was ist das für ein Städtchen hier? Die haben sogar... Was ist das, Sandboote? Spannend. Jetzt kurz meinen Controller verabschiede. Ja, das ist schön. Wenn ihr nicht ständig quatschen würdet. Tragen sie seltsame Masken. Suchen wir mal einen König. Das ist alienhaft, das ist an sich der Tempel. Bötchen. Wir haben etliche Ecken, die wir schon erkunden können. Das ist ein guter Einwand. Sprache ohne Kulturverständnis ist nichts wert. Warte einfach auf das Boot. Ich hoffe, es hält an. Ich mute nicht. Ich glaube, der Weg ist einfach ganz easy. Wir machen es jetzt nicht wieder so wie beim Adlerhorst, wo wir es ewig einen abgesucht haben und die Leiter direkt eigentlich am Anfang war. So, natürlich werde ich ja auch noch alles absuchen. Aber wenn wir es nicht jetzt machen. Ich versuche da hochzuspringen, aber ich warte. So. Wie kommen wir jetzt von hier nach da? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Ah. Ist das Symbol, was da drauf ist, vielleicht der Hinweis darauf, wie wir uns dahin bewegen müssen? Also es gibt bestimmt irgendeinen Hinweis. Wir müssen irgendwie irgendeinen bestimmten Weg gehen.
Das könnte noch lustig werden. Also es ist alles, wenn ich mal probieren, was passiert, wenn ich überhaupt mal irgendwo hinspringe. Okay, wir trinken im Sand. Okay, das ist unschön. Okay, warum sind wir jetzt hier gespawnt? Das hat bestimmt auch Sinn. So, wir können die Tür nicht die ganze Zeit sehen. Wir sehen auch nicht genau, was das für Symbole sind. Das ist nicht exakt. Also was sollen wir wohl tun? Das ist die Frage. Alle Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass man auf eine bestimmte Art und Weise dahin kommen muss. Aber wir müssen ja irgendwie einen Hinweis darauf haben, auf welche Weise das geschieht. Oder es gibt einen Eingang, der irgendwo unten ist. Kann natürlich auch sein. Wobei die Frage, ob wir zum Stadteingang zurückkehren wollen, impliziert ja auch wieder, dass wir tatsächlich etwas Bestimmtes tun müssen, damit sich das Tor öffnet. Ja, das könnte etwas dauern. Sprich, das versuchen wir in der nächsten Episode herauszufinden. Beziehungsweise, sobald ich es herausgefunden habe, durchsuchen, werden wir dann natürlich die nächste Episode entsprechend beginnen lassen. Auf jeden Fall ist es hier cool. Ich mag das, wieder ein komplett anderes Setting. Jetzt auch mal hier so eine neue Kultur, die wir mit am Start haben. Und ja, es geht weiter, New Replicant. Bis zum nächsten Mal.